Hallo Zoom und of willkommen Lords zu einer of neuen Riva Folge. as Wir sind Barner. heute noch mit der B in der Schule. Sie hat ja gerade die Abschlussprüfung gemacht. Wir sind noch in nach Hause Ja, gegangen und sie wollte gerade mit der Schwester von Sigmar ein wenig genau. plaudern. Kannst du ja mal nach Computerteam fragen. Was macht That's ihr da so? my Programmieren? Ja, wir Zira. machen alles am Computer. Real? Das ist total Oh, interessant. Oh, und tu dich mal bei ihr entschuldigen. Hast du Lust, deine Fähigkeiten im Hacken, Programmieren zu verbessern? Schließe dich unserem Team an und nach der Schule die Welt des, hey, ich lese noch dort, um nach der Schule in die Welt des Programmierens einzutauchen. Du kannst außerdem eine Wissenschaftsmesse anfragen, wo wir uns beim öffentlichen Game Jam messen können. Stelle nur sicher, dass du deine Programmierfähigkeit verbesserst, um dein Team würdig zu vertreten. Du kannst dazu die Computer im Keller zwischen den Unterrichtsstunden nutzen. Treffen wir uns dort? Ah, das wäre auch was, aber ich hoffe, wir müssen das Cheerleading da nicht aufgeben. Oh, Sidney Price möchte einen Schritt weitergehen. Ist Debbie zu einer festen Freundschaft bereit? Natürlich. Ist eben der Jetzt, Freund von jetzt Debbie Dobrin. geworden. Meinten die nicht feste Beziehung anstatt feste Freundschaft? Ich glaube, das war ein Übersetzungsfehler. Team Kramer, ach so, er ist auch beim Cheerleading? Oder ist er Footballspieler? Abschlussball der freundschaftlich beste Freunde. Fester Freund. Ich wusste es doch. Ich wusste es. Er hat sie gefragt, ob sie zusammen sein wollen. Das war ein Übersetzungsfehler, liebes EA-Team. Ich wette, im Englischen ist es nicht so. Ich werde es dann sehen. Ich habe nämlich mein Privatspielstand auf einem anderen Computer und dort habe ich das auf Englisch, um meine Englischfähigkeiten zu verbessern. Wieso können eigentlich Teenager Heiratsantrag machen? Mache ich das richtig? Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen. Oh nein. Aber ich will es sehen. Es tut mir leid, Debbie. Ich weiß, ich mache alles, was gegen deine Natur ist. Das tut mir voll leid. Bitte mach das mal. Oh, er freut sich. Oh, jetzt ist sie total verknallt in ihn. Oh, tu mal nach Händen halten, dann gehen wir langsam. Musst du heute zum Cheerleading? Nein. Okay, dann gehen wir gleich nach Hause. Dann denke ich mal, gehen wir dann auch demnächst auf ein Date mit Sydney, wenn sie jetzt schon zusammen sind. Und die Schwester hat jetzt auch eine. Oh, wir fragen mal danach Interesse. Nur aus Neugier. Und sie hat schlechte Beziehung zu Alex. Nein, Alex ist voll nett. Der ist so ein guter Mensch. Ich kenne mich, Alex. Der ist auch aus meinem Spielstand. Darf man nicht nach Interesse fragen? Ich dachte, das wäre bei freundlich eingeordnet gewesen. Aber das hat doch nichts damit zu tun. Also es kommt immer darauf an, wie sie die Frage stellt, finde ich. Und das hätten sie auch bei freundlich reintun. Oh nein, jetzt haben wir es uns wahrscheinlich versaut. Nein, Sydney. Es tut mir leid. Scheidende Liebe. Oh nein, Sydney hat die Liebe seines Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ist das eine unbedeutende Sache oder verliert dieser Sim das Interesse? Oh. Savannah, wir wollten nicht mit dir flirten. Das hast du falsch verstanden. Wir wollen doch mit Sydney erstmal zusammen sein. Wir fahren hier nicht zweigleisig. Ja, entschuldige dich mal bei ihm. Du fragst einfach willkürlich Leute auf der Straße nach ihren romantischen Vorlieben? Wie dreist. Ja, Entschuldigung, ich war neugierig. Ich bin von Natur aus sehr neugierig. Mann, Savannah, geh doch mal weg. Wir müssen das mit Sydney alleine klären. Okay, wir müssen ihn jetzt ein bisschen besänftigen. Okay, es ist schon besser, glaube ich. Oh, okay, das Rote ist weg. So, jetzt flirten wir ihn wieder an. Schnelle Wiedergutmachung. Oh, was ist das? Scharfe Beine, hab Spaß auf dem Sporttag des Cheerleading-Teams. Hast du alles, was du brauchst, um im Cheerleading-Wettkampf zu brillieren? Ich will auch gehen. Wieso kann ich nicht gehen? Ah, findet hier statt. Oh, Sydney. Gehst du auch dahin, so wie du aussiehst? Oh, es regnet aber voll. Aber doch, da doch. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Kannst du hier was machen? Ah, okay. Cheerleading-Gruppen. Und wie kannst du die Gruppe machen? Oh, hier kann man Selfies machen. Molly scheint wirklich ein Star zu sein. Ja, dann mach das mit Sydney. Debbie, bitte. Das musst du machen mit ihm. Das Event ist bestimmt ja auch nicht alle paar Tage, oder? Keine Ahnung. Also ich habe mich extra gar nicht informiert. Überhaupt nicht. Ich habe nur den Trailer gesehen und ab da dann noch den Livestream, aber auch nicht alles. Nur Teile davon, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Und das ist jetzt halt doof, dass es gerade regnet, weil der Radio nicht funktioniert. Ja, falls ihr zwischendurch ein Miauen hört, meine Katze scheint gerade etwas einsam zu sein. Was macht ihr denn hier? Verunstalten. Nein, 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 nein. Mach doch ein Selfie. Geht das denn jetzt nicht? Wir klicken es nochmal an. Selfie machen mit Sydney. Wieso ist da diese andere Frau? Oh, die verunstaltet es jetzt.
Okay, irgendwie will das nicht gehen. Dann machen wir es doch manuell, aber dann haben wir halt diese Frau im Hintergrund. Vielleicht geht es ja nicht, weil diese Frau da irgendwas macht. Aber früher konnte man auswählen, Selfie machen mit. Jetzt geht es nur noch, geht nur noch Selfie machen. Da. Ich weiß, dass es auch mit anderen Sims geht, aber die Option war gerade bei mir nicht drin. Habt ihr es gesehen? Wir haben jetzt mal auch ein Foto von uns gemacht. Eine hübsche bist du. Okay, Metren, du nervst ja ein bisschen. Geh weg. Und jetzt machen wir mit Sydney ein Selfie. Es geht irgendwie nicht. Doch, jetzt geht's. Wie süß. Jetzt haben wir einfach den Po von der dort hinten drauf. Warum ist halt so? Jetzt hat der Kopf ein bisschen abgeschnitten. Kommt es noch ein bisschen höher? So, jetzt sieht man es nicht. Einmal so, ist aber nicht so ganz in der Mitte. Ach, jetzt kann man hier auch so andere. Aber wieso machen sie denn nicht mal, dass man weiter rauszoomen kann? Es gibt ja auch Selfie-Sticks. Wieso machen sie das denn nicht rein? Das hatten wir gerade. Tolle Posen. Oh, das ist süß. Aber ich kann irgendwie nicht weiter nach rechts gerade gehen. Machen wir ein Foto so. Einmal lachen vielleicht noch. Okay, das ist ein gutes Bild. Das sind tolle Bilder. So, okay, und da ja Sydney anscheinend auch Cheerleader ist, können wir ihm bei Aktionen zur Runde hinzufügen. Kannst du Runde bilden? Sydney mit Bio. Wer ist denn noch alles? So, können wir jetzt hier was aufführen? Wir sind aber bloß vier. Können wir die auch dazufügen? Die habe ich gerade weggeschickt, die geht heim. Hier ist aber auch irgendwie gerade niemand. Mich würde auch der Football interessieren. Der ist kaputt. Aber macht es trotzdem, ich will das sehen. Irgendwie ist ja kaum wer. Ach nein, du hast den Besen, Sydney. Den habe ich mal für ein Screenshot runtergeladen. Das muss ich wieder rauswerfen. Das habe ich einmal benutzt. Ja, wir tun jetzt einfach so, dass wir dieser riesige Besen nicht da. Und sie sind jetzt halt nur zu viert. Und der hier einfach mal ohne Oberteil. Ich sehe schon, du gibst hier ganz schön an. Ganz schön düster ist es. Ach, jetzt kommen die ganzen Menschen. Wer ist das? Wettkampfrichter. Ist das nicht auch ein Lehrer? Nein, das ist ein anderer. Oh, hoffentlich haben wir das jetzt nicht falsch. Oh, sie hat gerade einen Salto gemacht. Oh, sie ist hingefallen. Oh, Molly schreibt, ich habe gehört, dass du dich mit Sydney triffst. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Freund. Dankeschön. Oh, das Cheerleader-Team von Debbie hat eine Punktzahl von 159 erreicht. Geh zum Wettkampfrichter und reiche deine Punktzahl ein. Können wir das nochmal machen? Wir tun jetzt hier mal Leute einfach dazufügen. Mehrauswahl, Aktion. Nein, es geht nicht mehr. Ich habe das versaut, glaube ich. Okay, ja, dann ich übermittel das jetzt einfach mal. Debbie macht das, sie ist jetzt die Kapitänin. Was für eine eindrucksvolle Cheerleading-Vorstellung. Das war bisher die beste Leistung. Ja, es war auch. Wer ist da jetzt gerade weggeflogen? Es war auch die einzige Leistung. Hier ist ein Hexer, der in der Öffentlichkeit das gemacht hat. Also wenn es Steak gewesen wäre. Hier kann man Sachen kaufen. Highschool-Festival-Sachen. Cheerleading-Outfit kaufen. Was kann man noch? Quarterback-Shirt kaufen. Aber ich will beides kaufen. Kann ich auch beides kaufen? Objekte durchsuchen. Ah, Figur des Sportmaskottchens. Koppel der Lama. Gut, unsere Familie ist nicht reich, aber ich kaufe die jetzt einfach alle mal. Ah, und solche Dinger. Pompons haben wir auch schon zu Hause aufgehangen. Cool. An der Wand. Kaufen wir vielleicht mal die pinken. Ich mag pink. Nehmen wir zwei mit. So, wir haben jetzt ganz viel Geld ausgegeben. Unsere Eltern werden uns umbringen. Machen ja auch noch andere Leute mit. Wer ist das? Sie ist eine Lehrerin. Was machst du da? Oh, sie putzt es. Ach, hier kann man auch für Foto posieren. Dann kann jemand anderes vielleicht ein Bild machen. Oh, jetzt macht er eine Ankündigung. Ihr schreibt aber irgendwie gerade in der Luft. Jetzt nicht mehr, aber vorhin schon. Alle schreiben mit. Okay, jetzt tut sie es verunstalten. Kriegst jetzt Ärger. Die regen sich alle über sie auf. Und jetzt nochmal eine Ankündigung. Wo ist denn unser Team? Ist es abgehauen? Hey, ihr seid alle weg. Vielleicht mussten da nur noch die Kapitäne da bleiben. Aber wir waren die Einzigen, die aufgetreten sind. Die anderen haben das gar nicht gemacht. Das ist langweilig. Wir waren Konkurrenz. Rivalen verhöhnen. Das wollte sie gerade machen, aber es ging nicht.
So, Wettbewerbsergebnisse des Marktes von Finwig. Die Wolle, die du eingereicht hast, hat dieses Mal nicht gewonnen. Bitte nimm diesen Trostpreis als Dankeschön für deine Teilnahme. Okay. Ja, es ist irgendwie noch verbuggt. Wollen die das ja immer verunstalten, weil es vom Gegnerteam ist? Ja, okay, aber ich denke, wir gehen jetzt auch mal nach Hause. Es ist schon 21 Uhr und wir müssen Hausaufgaben machen. Jetzt schimpft die Lehrerin mit uns. Ja, sorry, Debbie, aber das hast du jetzt auch verdient. Wenn du da einfach die Sachen beschmierst. Ich frage mich immer noch, ob das die Schuluniform sein soll. Ich dachte, es gibt keine, soviel ich mal gelesen habe. Naja, wir werden es sehen. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Aber die Brille hätten sie ja lassen können. Scheint ja auch kein Sportoutfit zu sein. So, Debbie ist wieder zu Hause. Und ich denke mal, wir. Oh, da ist eine Nachricht. Wir schauen mal rein. Darum ist da dieses Pünkt drin. Sydney hat gesagt, Kistschlachten sollen Stress abbauen. Aber warum fühle ich mich dann so ausgelaugt? Nachrichten? Leila. Dein Style ist fantastisch. Zeig mir, wie du das machst. So, verlegenes Ding. Wir schreiben mal Molly. Freundliche Nachricht. Debbie sagt, Molly, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Das ist doch eine gute Idee. Wir können ja auch mal Sydney schreiben. Eine kokette Nachricht, wir haben heute viel Unfug gemacht. Und zu Sydney sagt sie, ich würde gerne eine Kissensache mit dir machen, Sydney. Wie wär's? Aha, so. Ja, mach mal einen neuen Post. Halt, über Abschlussprüfung. Selbstsicher. Die Abschlussprüfung können mir nicht die Laune verderben. Ich hab's gerockt. Aber natürlich. Und dann checken wir mal Sydney, weil Molly war nicht in der Schule. Machen das freundlich draus. Sul Sul, Sydney, Garba, Neraba, ja, Nabis, derlei. Ich weiß nicht, was das heißt, aber okay. Ich weiß auch nicht, was das für eine Sprache sein soll. Da kenne ich mich nicht auch. Oder war das ziemlich? Ich habe keine Ahnung. Na gut, ja, unsere Debbie ist irgendwie immer noch nicht müde. Die Fähigkeiten wollen irgendwie nicht abgebaut werden. Ich muss mal schauen. Ich hoffe, der Bug ist nächstes Mal weg. Es war, wie gesagt, nicht, dass ich eingestellt habe, dass die Bedürfnisse sich nicht abbauen dürfen. Das scheint einfach nur wirklich ein Bug zu sein. Einer von ganz vielen. Ihr habt gesehen, das Pack, ja, ist noch nicht so der Brüller. Es ist auch erstmal Wochenende. Da werdet ihr bei unserer Familie nichts verpassen. Außerhalb von der Schule werdet ihr da auch nicht viel davon sehen. Außer ihr wollt das unbedingt. Wenn mehr von Debbie sehen, dann können wir das machen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann, ja, lassen wir unsere Debbie hier das weitermachen. Die Hausaufgaben, das ist sehr wichtig, auch wenn Wochenende ist. Und dann kann sie ja danach gerne ihre Zeit genießen. Du machst jetzt erstmal Hausaufgaben betteln. So, kannst du ja nachher Musik hören. So, dann sind wir heute wieder am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck von allem bekommen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss.